Salü und herzlich willkommen zu einem neuen B-Part Gaming Video. Und zwar diesmal zum ersten richtigen Trainingsvideo, in dem es um einen konkreten Inhalt gehen wird, nämlich die Ball-An- und Mitnahmen. Und dazu habe ich hier den Malte mit in Skype als Gast am Start. Moin Leute. Ja, und wie schon gesagt, geht es um die Ball-An- und Mitnahme. Und da werden wir jetzt so herangehen, dass wir euch im Hintergrund hier schon ein paar Szenen zeigen, wo ihr so ein bisschen den Eindruck bekommt, was man alles machen kann bei der Ballannahme. Und dann wollen wir euch einfach hier in diesem Video zeigen, wie kann man Ballannahmesituationen kreieren, die gefährlichen, und wie kann man sie dann auch im Spiel trainieren, wie kann man darauf hinarbeiten, solche Ballannahmen durchzuführen und was gibt es dann konkret für Möglichkeiten, eine Ballannahme zu gestalten. Und da würde ich einfach sagen, steigen wir mal ein, indem wir erstmal erläutern, wieso der Grundspielaufbau sein sollte, wenn man eine Ballannahme ja durchführen möchte, die gefährlich ist. Und wenn du möchtest, Malte, kannst du das einfach mal kurz machen. Ja, also grundsätzlich unterscheiden wir da zwischen drei Möglichkeiten. Es ist einfach so, der Ball wird, sagen wir mal ein Beispiel, wir spielen den Ball aus dem Mittelfeld auf Cristiano Ronaldo und er steht mit seinem Rücken zum Tor und hat da prinzipiell erstmal drei Möglichkeiten. Er kann den Ball entweder stoppen, einfach stehen bleiben und hat die Ausrichtung weiterhin mit dem Rücken zum Tor, oder er kann sich nach links oder nach rechts rausdrehen. Das sind so die drei grundsätzlichen Möglichkeiten. Darin kann man nochmal variieren, aber das ist erstmal so die Basis, auf der man das Ganze aufbaut. Und ja, das ist einfach dort, denke ich, weiß ja, ich nicht. Das willst du da erstmal jetzt konkrete Beispiele nennen, oder? Das ist so die Grundlage auf jeden Fall. Man kann es auch als 50-50 Ballannahme bezeichnen, weil man sich ja meistens für eine Richtung entscheidet. Besonderes Augenmerk wird in diesem Video aber auch auf der Ballannahme liegen, die Malte eben schon angesprochen hat, wo man einfach stehen bleibt. Und Schusstäuschung kann man ebenfalls noch machen bei der Ballannahme direkt. Das wird unter Umständen auch noch kommen. Je nachdem, was für Situationen wir dann kreieren, gleich in den Trainingsspielen, die wir dieser Vorbesprechung hier anschließen werden, die ich dann für euch analysieren werde. Und ich finde, beim Ballannahmespiel ist es aber auch sehr, sehr wichtig, wenn man das trainieren möchte in einem Trainingsspiel, dass man auch bewusst darauf hinarbeitet. Und ich denke, dazu ist es sehr wichtig, dass man sein Spiel langsam aufbaut, damit man eben seine Mitspieler in den Strafraum bekommt, sie dort auf die Bälle dann warten können. Und wenn man zum Beispiel die ganze Zeit in so einem Konterspiel sich befindet, dann wird man nicht in die Situation kommen, dass man eben einen Spieler an der Strafraumgrenze oder am 5-Meter-Raum ungefähr anspielen kann. Und deswegen ist das, denke ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor auf jeden Fall. Oder wie siehst du das? Auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Also man muss natürlich, wenn man versucht, vorne in ein Passspiel zu kommen, wo man dann auch einfach mal diesen gefährlichen Pass in den 16er oder sogar fast an 5-Meter-Ecke spielen kann, gewisse Anzahl an Spielern vorm Strafraum haben, um in so ein Passspiel überhaupt reinzukommen. Und wenn man einfach kontert und mit zwei Leuten läuft über außen, dann ist es natürlich schwer, dann noch einen ordentlichen Pass zu spielen, der sauber mitgenommen werden kann. Aber ich denke, dazu werden wir verschiedene Szenen finden und das Ganze dann auch nochmal erklären können für die Leute, die jetzt vielleicht sagen, Moment mal, über was spricht der da eigentlich jetzt gerade genau? Deswegen würde ich sagen, genauso versuchen wir von der Theorie ein bisschen wegzukommen und gehen einfach in unser Training rein und da vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Also wir machen es immer so, Georg und ich trainieren regelmäßig zusammen. Wir werden jetzt einmal kurz besprechen, wie wir das Ganze aufziehen, also welche Schwerpunkte wir setzen, ist jetzt recht klar, die Ball-An- und Mitnahme und vor allem, wie wir das Ganze machen. Also was ist dabei wichtig, wie wollen wir in das Ganze reinkommen? Georg hat es gerade schon angesprochen, es ist einfach wichtig, sich bewusst zu machen, dass man dann über ein gesundes Passspiel oder ein gutes Passspiel nach vorne kommt, ins vordere Drittel des Spielfeldes und von dort dann einfach durch ein variables gestaltetes Passspiel oder auch mal Einzelaktionen irgendwo in die Situation kommt, wo man eine Lücke findet, in die man dann gefährlichen Ball spielen kann. Und da wären wir eigentlich auch schon im ersten Element unseres Trainings in der Vorbesprechung. Georg, haben wir da noch was zu ergänzen? Also wir haben jetzt gesagt, einfach gleich soll es wichtig sein, durch einen ordentlichen Spielaufbau, den man ruhig ins vordere Drittel des Spielfeldes bringt. Also damit ist einfach gemeint, dass das vordere Drittel, sagen wir mal so, ab der, ja, ein bisschen hinter der Hälfte des gegnerischen Hälfte dann so der Bereich des Spielfeldes beginnt, wo man einfach in der Lage ist, mal einen gefährlichen Ball nach vorne reinzuspielen, der dann zu so einer 50-50 Ballannahme führen kann, die dann letztendlich gefährlich werden soll. Und da muss es dann möglichst variabel sein, also wir werden jetzt versuchen beide, beziehungsweise das ist die Sache, die wir jetzt trainieren wollen, da möglichst gefährlich zu sein bei der Ballannahme, verschiedene Sachen auszuprobieren, mal stehen zu bleiben, mal ja eine Schusstäuschung zu machen und mal den Ball mitzunehmen in eine der beiden Richtungen, die man zur Auswahl hat. Ja, und dann würde ich einfach sagen, das sind so wirklich die Keywords, auf die es ankommt. Ruhiges Aufbauspiel und dann variabel bei der Ballannahme. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir einfach ein gutes Spiel. Und für die Zuschauer sehen wir uns jetzt gleich in den besten 10 dieser Spiele, die wir jetzt machen werden. Sehen wir uns gleich wieder. Die werde ich dann für euch analysieren und da ein bisschen genauer auf die Ballannahmen eingehen. Ja, das sind die Sachen, worauf wir jetzt achten müssen. Und dann ja, viel Erfolg, mein Lieber. Alles klar. Und wir sehen uns gleich.
So, herzlich willkommen zurück zur Nachanalyse zu den Ballannahmeszenen. Malte und ich haben jetzt zwei Trainingsspiele gemacht, die ich jetzt hier nachanalysieren werde. Ich habe die Szenen, was die Ballannahme betrifft, rausgesucht, um euch anhand derer halt auf der einen Seite nochmal zu verdeutlichen, wie kann man die Situation kreieren, natürlich als erstes, damit ihr dann im Training auch in diese Situation kommt und dann da auch wirklich die Möglichkeiten üben könnt, was jetzt die Schusstäuschung bei der Ballannahme oder die Ballannahme in verschiedene Richtungen oder das Stehenbleiben und so weiter betrifft. Das auf der einen Seite und dann zeige ich euch natürlich auch nochmal, was es für Möglichkeiten gibt. Darüber haben Malte und ich ja gerade ein bisschen gesprochen. Und das möchte ich jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr visualisieren hier anhand der Beispiele. Und dann habe ich noch die weiteren Tore rausgesucht, auch wenn die jetzt nichts mit der Ballannahme an sich zu tun hatten. Einfach weil ich denke, dass es für die Vollständigkeit her, für den besseren Eindruck von den Spielen einfach ein bisschen flüssiger ist, wenn ich die Tore euch auch noch zeige. Insofern starten wir jetzt auch hier in das erste Spiel hinein. Ihr seht hier noch den Anstoß und dann gehen wir auch gleich in die erste Szene rein, was die Ballannahme betrifft. Die erste Szene ist dann nämlich direkt ein ganz gutes Beispiel. Hier mit Essien kann ich auf Kaká spielen, der Scoop-Turn bei der Ballannahme, der allerdings letztendlich dann nicht von Erfolg gekrönt ist. Aber da schauen wir nochmal rein. Und zwar springen wir zurück zu diesem Zeitpunkt. Ich habe jetzt das, was davor war, hier weggeschnitten, aber was wir sehr gut sehen können, ist, dass eine Situation für einen Pass in den Strafraum, um so eine Ballannahmesituation zu kreieren, hier eben sehr geeignet ist, weil da Kaká sich an der Strafraumgrenze befindet, das heißt in einer gefährlichen Position und hinter ihm mit Essien nur noch ein Verteidiger wirklich in der Nähe von Kaká ist. Und deswegen ist mein nächstes Ziel hier, Kaká auf jeden Fall anzuspielen mit Essien, mit so einem Pass hier, was ich natürlich auch mache. Und als der Pass dann passiert ist sozusagen, habe ich natürlich als nächstes wieder die Möglichkeiten, was ich jetzt machen kann. In diesem Fall entscheide ich mich für einen Scoop-Turn bei der Ballannahme. Den mache ich mit der Flankentaste und danach direkt mit der Passtaste, also die Schussantäuschung mit der Flanken- und Passtaste und nicht mit der Schuss- und Passtaste. Einfach aus dem Grund, weil der Spieler sonst manchmal direkt schießt, wenn man das mit der Schusstaste macht. Und deswegen mache ich das so rum lieber. Und warum entscheide ich mich für diese Möglichkeit? Man sieht natürlich auf der einen Seite hier die beiden Verteidiger, die den Weg nach oben sehr gut zumachen und dem entgegen den Freiraum, der sich hier unten befindet. Und in diesen Freiraum versuche ich eben jetzt mit meiner Ballannahme reinzukommen. Und damit ich das möglichst flüssig hinkriege und ohne Tempoverlust möglichst, mache ich das mit einem Scoop-Turn, um von da dann eben vielleicht den Abschluss in die kurze Ecke zu suchen. Aber Malte verteidigt das eben dann auch sehr gut, indem er hier den Weg zuläuft und dann mit Essien auch tackeln kann. Insofern die erste Ballannahmesituation hier entschärft von Malte. Wir gehen aber direkt in die zweite rein, diesmal von Malte. Und zwar erobert er sich hier den Ball in der eigenen Hälfte. Und hier haben wir jetzt mal wirklich den kompletten Angriff von Malte laufen. Wir sehen, er macht nicht direkt den Konter, er nimmt erstmal Tempo raus. Spielt nochmal über die Mitte einen Querpass, nimmt auch nochmal Tempo raus. Und auch mit diesen beiden Tricks hier von Ronaldo nimmt er ein bisschen Tempo raus. Und dann den Ball auf die Außen. Dann in Übersteiger Richtung Grundlinie, der erste Pass in die Mitte, der aber allerdings noch nicht so von Erfolg gekrönt ist. Aber der zweite Pass in die Mitte, dann umso mehr auf Ronaldo. Da ist die Ballannahme und das ist auch das 1 zu 0. Und hier springen wir zurück zur Szene auf den Außen, nämlich bis hierhin. Muss ich mal kurz kratzen. An der Nase, die juckt nämlich ein wenig. Und das ist zum Beispiel ein sehr guter Weg, sage ich mal, um so eine Ballannahmesituation zu kreieren, indem man als allererstes natürlich ruhig aufbaut. Das habt ihr gesehen, das möchte ich euch jetzt nicht nochmal komplett zeigen. Und dann auf den Flügel verlagert, da ein Stück die Grundlinie entlang geht, ungefähr so. Und dann den Ball aber nicht reinflankt in die Mitte, so, sondern man eben nochmal abbricht, in die andere Richtung geht. Und dann hat man eben sehr schön die Situation oft, dass sich die eigenen Spieler zurückorientieren und man die dann sehr schön anspielen kann, wie Malte hier jetzt auch die beiden Möglichkeiten hat mit Ronaldo und Modric. Und wenn man die Szene dann weiterlaufen lassen, da sieht man, dass ich den Weg nochmal gut zulaufen kann, dann aber dadurch die zweite Szene kommt. Hier auch da sehr schön die Möglichkeit, nochmal quergelegt vorm Strafraum. Und hier ist dann natürlich auch wieder die Möglichkeit, sehr schön da hier Ronaldo anzuspielen. Auch er hat nur noch einen bzw. zwei Verteidiger um sich herum und kann deswegen hier sehr gefährlich den Ball mitnehmen im Strafraum. Das sind die Situationen eben, die wir suchen in diesem Training. Und da ist dann natürlich wieder die Frage, wie nimmt Malte den Ball mit? In dieser Szene entscheidet er sich dafür, den Ball nach unten mitzunehmen. Und zwar aus dem Grund, wieder wie in der anderen Szene bei mir auch, dass einfach hier oben zwei Spieler stehen und den Weg ziemlich gut zulaufen und deswegen ja, die Mitnahme hier nach unten in diesen Freiraum sehr viel erfolgswahrscheinlicher bzw. erfolgsversprechender ist. Und deswegen macht Malte das auch so. Ich verteidige hier sehr, sehr schlecht, indem ich den
Verteidiger nach oben ziehe hier. Ich weiß auch nicht genau, warum ich das gemacht habe, aber ja, in dem Fall dachte ich wohl trotzdem, dass Malte den Ball in die Mitte mitnehmen wird. Hat er nicht gemacht und insofern steht es dann hier auch 1:0 in der 38. Minute. Ja, und wir sehen es nochmal hier in der Zeitlupe. Malte erkennt es einfach sehr gut, nimmt den Ball deswegen nach unten mit und kann dann auch in die kurze Ecke sehr einfach abschließen. Und dementsprechend bin ich hier auch hinten. Die nächste Szene ist nicht direkt zur Ballannahme, sondern es ist eine dieser Torszenen, die ich euch zeige, einfach der Vollständigkeit halber mit dem Elfmeter hier. Weiß ich nicht genau, ob das Elfmeter würdig war, aber ja, will ich jetzt auch nicht unbedingt weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall haut Malte das Ding einfach in die Mitte unter die Latte und dann ist es das 2:0. Und auch die nächste Szene ist zwar hier mit einer Schusstäuschung von Ronaldo da bei der Ballannahme, aber dann letztendlich ja einen Kullerball in die kurze Ecke. FIFA 13 typisch. Mit Callejon macht Malte hier das 3:0 in der 52. Auch nichts direkt zur Ballannahme, aber dafür die nächste Szene wieder einmal. Hier mit einer Ballannahme von Ronaldo nach oben, dann der Abschluss direkt. Zwar nicht unbedingt sehr gefährlich, aber trotzdem eine Szene, an der man das ganz gut verdeutlichen kann, denke ich. Hier hat Malte einfach gewartet, bis seine Spieler sich in den Strafraum orientiert haben, was die beiden jetzt auch geschafft haben, nämlich Ronaldo und Modric da. Einmal hier Ronaldo und einmal Modric hier unten. Die beiden Situationen bzw. die beiden Anspielstationen hat er jetzt einfach hier, Malte. Und das ist auch so eine Sache. Über die Mitte funktioniert es natürlich auch sehr gut, wenn man da ruhig aufbaut und wartet, bis sich die Stürmer in den Strafraum orientieren. Dann kann man die da auch auf jeden Fall sehr gut anspielen. Und als nächstes dann natürlich wieder die einzelnen Möglichkeiten, wie Malte den Ball mitnehmen kann. Einmal natürlich wieder die Möglichkeit, den Ball hier nach unten mitzunehmen, dann den Ball nach oben mitzunehmen. Das ist so die 50-50-Situation. Oder er hätte auch stehen bleiben können bei der Ballannahme und einfach ein bisschen den Ball abschirmen, warten, wie ich reagiere. Er hat sich aber in diesem Beispiel dafür entschieden, den Ball nach oben mitzunehmen. Einfach aus dem Grund, weil er gesehen hat, dass mein Verteidiger hier einen kleinen Rückstand noch hat. Ronaldo einfach ein bisschen weiter oben steht und deswegen hier einen Abschluss in die kurze Ecke vielleicht erfolgsversprechend ist. Und in der Szene habe ich das aber ganz gut verteidigt. Malte hat sich hat sich ein bisschen auch, ja, wie soll man das sagen, spekuliert hat er auf jeden Fall auch, um zu versuchen, da ein bisschen Freiraum zu kriegen von meinem Verteidiger, was ihm in dem Fall nicht ganz gelungen ist. Solche 50-50-Ballannahmen sind natürlich auch immer ein bisschen Spekulation. Wie wird der Gegner reagieren? Man kann es nicht immer wirklich genau an seiner Position oder an seiner Haltung des Verteidigers sehen. Und insofern hier dementsprechend auch nur ein relativ einfacher Schuss von Ronaldo, den Kassier es dann auch ohne Probleme halten kann. Schon fast in der letzten Minute die letzte Szene dann hier mit Di Maria. Ich versuche nochmal über den Flügel zu kommen, aber ja, Ramos drängt mich da noch ab. Malte noch ein bisschen mit fancy Verteidigung hier. Ich kann nochmal den Ball erobern, aber auch nichts weiter Gefährliches. Und dementsprechend ist das erste Spiel hier auch vorbei. Wir gehen sofort in die Revanche rein, in das zweite Spiel. Auch da gab es natürlich wieder ein paar Szenen. Darauf haben wir ja hingearbeitet. Anhand derer ich euch das weiter noch ein bisschen verdeutlichen möchte zu den Ballannahmen. Und da gehen wir auch hier in die erste Szene. Von mir diesmal ein kompletter Angriff wieder. Und da kann man sehr schön sehen, wirklich hier beispielhaft, wie ich das Tempo rausnehme mit Essien. Erstmal warte, bis ich meine Spieler positionieren. Dann nochmal hier abbreche, über die Mitte gehe und einfach wirklich das Spiel ruhig halte, über den Flügel gehe. Und wir sehen hier oben schon Ronaldo. Er positioniert sich immer ein Stück weiter vor und das ist eben mein Ziel gerade. Ich mache das Spiel breit über den Flügel und warte drauf, dass meine Spieler sich eben langsam Richtung Strafraum orientieren. Hier gehe ich jetzt nochmal in die Mitte und dann aber wieder auf die Außen. Und jetzt kann man schon sehen, wie Ronaldo sich im Strafraum positioniert hat. Den will ich deswegen auch anspielen. Mache ich hier auch. Ja, erste Ballannahme mit der Schusstäuschung hat nicht ganz funktioniert. Dafür aber die zweite Ballannahme wieder da, aber auch die kann Malte sehr gut verteidigen. Und es kommt aber nochmal zur dritten Ballannahme, die mit Benzema, auch da kann Malte wieder sehr gut verteidigen. Aber die vierte ist auch noch dabei, das Quartett, und dann ist das auch das Tor mit der vierten Ballannahme. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir da mit dem Zurückspulen hinkommen. Ja, das war ein bisschen zu wenig sogar noch. Machen wir mal bis hierhin und ab hier können wir das Ganze dann mal laufen lassen, wo ich dann auf den Flügel verlagere. Und zwar jetzt hier mit Di Maria den Ball habe und jetzt habe ich die Situation kreiert, die ich gerne möchte, nämlich dass sich Ronaldo im Strafraum befindet, hier oben, da. Darauf habe ich jetzt mit dem ganzen Angriff hingearbeitet. Ich habe einfach gewartet, bis Ronaldo immer weiter ein Stück nach vorne gegangen ist und da sich positioniert hat im Strafraum.
Und was jetzt mein Ziel sein muss als nächstes, ist natürlich das auch ausnutzen, indem ich Ronaldo angespielt bekomme. Da habe ich jetzt prinzipiell zwei Möglichkeiten vom Flügel. Einmal, indem ich jetzt Essien hier in der Mitte anspiele und dann weiter auf Ronaldo. Das mache ich aber nicht, sondern ich spiele hier in der Mitte einen Spieler an, weil ich denke, dass ich von der Mitte aus einfach den besseren Winkel habe, um Ronaldo hier anzuspielen und dann auch einen besseren Ballannahmewinkel, da mehr Möglichkeiten habe, was ich machen kann. So mache ich das Ganze dann auch. Wenn wir das hier weiterlaufen lassen, und zwar bis hierhin, dann sehen wir jetzt hier wunderschön einfach die beiden Spieler auf einem Haufen, um das mal so auszudrücken. Und wirklich sehr nah beieinander, und das ist einfach so mit der Paradespot, da kann ich mir jetzt aussuchen, was ich mache. Wirklich, nehme ich den Ball jetzt hier nach unten mit oder nach oben, oder bleibe ich halt stehen bei der Ballannahme. Ich habe mich wieder für eine Richtung entschieden hier, nämlich nach oben, zusätzlich noch die Schusstäuschung, weil ich einfach dachte in dem Moment, dass die Ballannahme hier nach unten sehr viel wahrscheinlicher ist und offensichtlicher ist, weil man auch sieht hier sehr, sehr viel Platz hier unten. Das bedeutet, ich habe damit gerechnet, Malte wird vielleicht hier versuchen, das zuzulaufen, und dann habe ich eben oben den Freiraum und kann dann von dort abschließen, wenn ich mit der Schusstäuschung nach oben gegangen bin. Aber Malte hat sehr abwartend verteidigt in dem Moment und sehr gut verteidigt, aber das ist auf jeden Fall ein Paradespot gewesen hier, den Malte wirklich Bombe verteidigt hat, muss man sagen. Sehr gefährliche Situation. Auch die nächste Situation mit Kaká ist nicht ungefährlich. Diesmal entscheide ich mich für die Ballannahme nach oben, um da nochmal ein bisschen Variation reinzubringen. Auch die funktioniert nicht. Hier die nächste Ballannahme mit Benzema. Die schauen wir uns nochmal ein bisschen mehr im Detail an. Hier ist es recht eindeutig, was ich für Möglichkeiten habe, nämlich die Ballannahme nach unten, um dann da abzuschließen. Erstens habe ich den Ball jetzt zweimal nach oben mitgenommen, deswegen versuche ich da ein bisschen variabler zu sein und den Ball auch mal nach unten mitzunehmen. Und auf der anderen Seite natürlich auch der Verteidiger, der hier die Innenbahn ziemlich krass abdeckt. Und insofern wäre eine Ballannahme dahin recht schwierig für meinen Spieler, vor allem weil Benzema halt nicht so die beste Ballkontrolle hat. Diesmal entscheide ich mich auch wieder für eine normale Ballannahme, um nicht immer die Schusstäuschung zu machen. Aber auch hier verteidigt Malte eben sehr, sehr gut. Bekomme aber den Ball hier nochmal mit Essien, und hier bei der Ballannahme ist natürlich wieder die Frage, wo nehme ich den Ball mit hin? Auf der einen Seite sieht man natürlich wieder die beiden Spieler hier, die einfach die Mitte sehr gut zumachen, und auf der anderen Seite wieder die Möglichkeit, den Ball hier nach unten mitzunehmen und von da dann in die kurze Ecke abzuschließen, was in FIFA 13 extrem stark ist. Es braucht sehr wenig Zeit, und wenn wir dann die Szene dort nochmal ein kurzes Stück weiterlaufen lassen bis hierhin, dann sehen wir auch einfach, dass der Abstand von Benzema und Pepe schon sehr groß ist und Pepe deswegen nicht mehr rankommen kann, beziehungsweise Malte einfach nicht mehr meinen Schuss hier verhindern kann. Dementsprechend sitzt er dann auch in der kurzen Ecke, und dann ist das in der 45. das 1:0. Ja, und insofern 3-4 Ballannahmesituationen hintereinander kreiert. Eigentlich sehr schöne Beispiele, denke ich, wo man nochmal sehen konnte, auch mit diesem langsamen Angriff, mit dem langen Hin- und Herspielen, um einfach diese Situation zu kreieren, hat das sehr gut funktioniert. Und hier nochmal ein anderes Beispiel, wieder mit meinem Angriff. Ich warte hier, bis sich Ronaldo auf den Außen absetzt, und das ist wieder so eine Situation, wo ich einfach über den Flügel komme und vom Flügel dann aus in die Mitte spielen kann, da mit der Schusstäuschung nach hinten, und dann ist das auch das Tor mit Kaká, das 2:0. Und auch da gehen wir nochmal ein Stück weiter hinter, ungefähr bis hierhin, wo die Szene begonnen hat. Und das erste, worauf ich hinweisen möchte, ist nochmal was, was nicht direkt mit der Ballannahme zu tun hat, sondern wie man solche Situationen auf dem Flügel kreieren kann, wo man sich sehr gut absetzen kann von seinem Gegenspieler. Und zwar, indem man einfach einen Doppelpass initiiert, wie ich das hier mit Ronaldo gemacht habe. Und dann ist oft auf den Außen natürlich ein Freiraum, gerade wenn Malte den Außenverteidiger so weit vorzieht, wie er das hier gemacht hat. Und jetzt, was ich mache, ist einfach warten, bis Ronaldo hier in diesen Freiraum reingestartet ist und ich ihn erfolgsversprechend anspielen kann. Deswegen warte ich hier einfach ein bisschen ab, gehe nach unten, schirme den Ball ab auf jeden Fall vor dem Verteidiger, und dann kann ich ihn irgendwann einfach hier anspielen. Da lassen wir mal weiterlaufen. Sehen wir auch sehr schön, jetzt ist der Moment gekommen, und das ist wieder so eine Situation. Ich könnte jetzt hier durchlaufen auf den Flügel, indem ich hier noch weiterlaufe und dann die Flanke reinschlage. Was ich aber mache, ist, dass ich wieder abbreche, mir dadurch ein bisschen Raum vom Verteidiger verschaffe, der einfach noch die Laufrichtung hier nach unten hat. Und dann kann ich eben den Ball, wenn wir weiterlaufen lassen, kurz hier sehr schön von hier in die Mitte spielen, weil sich dann dort eben der Spieler oft so positioniert, mein eigener, dass er ein Stück hier so entgegenkommt und ich den Spieler dann dort sehr gut anspielen kann und die beiden Spieler in der Mitte wegen eines möglichen Kopfballduells einfach
sehr eng beieinander stehen, wie wir hier sehen können, und da dann eben auch die Möglichkeit einer 50-50-Ballannahme oft sehr gut gegeben ist. Das mache ich hier auch so. Und jetzt bei der Ballannahme ist natürlich wieder die Frage, wie nehmen wir den Ball mit? Auf jeden Fall eine coole Position von Kaká, cooler Dance-Move, den er hier auspackt. Ist natürlich schon die Schusstäuschung, die sich da schon angedeutet. Und zwar habe ich das in der Situation gemacht, weil ich einfach fand, dass die Annahme hier nach unten und dann der Abschluss in die kurze Ecke hier das Offensichtliche sind. Und eine Ballannahme nach hinten mit einer flüssigen Bewegung durch eine Schusstäuschung eben mehr Gefahr bringt. Malte hat das eigentlich auch wieder gut verteidigt. Bei den Ballannahmen ist er halt einfach schon ja ein sehr, sehr erfahrener Spieler, der da wenig Fehler macht. Er hat das im Prinzip richtig verteidigt, dass er hier nach oben geht gegen mich. Aber das Problem war, dass er schon ein Stück zu weit gegangen ist. Das kann eben passieren, wenn man auf dem Stick so ein bisschen abrutscht mal oder wenn man einfach zu krass in die eine Richtung sich bewegt. Und dementsprechend habe ich dann hier auch einfach viel zu viel Platz. Sehen wir dann auch gleich nochmal in der Wiederholung bzw. in der Zeitlupe. Hier passe ich den Ball in Mitte und nach der Schusstäuschung steht Malte einfach völlig weg von mir. Und insofern kann ich den Ball dann hier auch einschieben zum 2 zu 0 in der 73. Hier nochmal in der letzten Minute eine Ballannahme mit Stehenbleiben, die aber nicht von Erfolg gekrönt ist. Und dann war es das auch für das zweite Spiel. Die beiden Spiele sind jetzt also vorbei, die Malte und ich gemacht haben. Ich habe jetzt ein paar Situationen natürlich dabei gehabt, vor allem zwei schöne lange Situationen, wo ich nochmal ein bisschen auch darauf hinweisen konnte, wie es funktioniert, diese Situation überhaupt zu kreieren, sodass ihr dann, wie ich schon anfangs sagte, eben auch in euren Trainingsspielen in diese Situationen besser kommen könnt. Aber es war natürlich jetzt noch nicht alles dabei, wie zum Beispiel die Ballannahme mit dem Stehenbleiben, also mit L2 mache ich das dann meistens. Die werde ich jetzt gleich noch anhand eines weiteren Beispiels erläutern, denn ich bin nochmal in ein paar Liga 1 Partien reingegangen, um eben da noch so ein paar Beispiele rauszusuchen. Da werde ich jetzt nochmal zwei oder drei mir raussuchen, die nochmal zusammenschneiden und dann auch noch nachanalysieren. Das seht ihr dann gleich, um da einfach nochmal die weiteren Möglichkeiten, die man hat oder die ihr auch habt im Training, zu verdeutlichen. Und ich würde einfach sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zurück zur Nachanalyse der letzten beiden Szenen aus der Liga 1 jetzt. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt nur noch mal zwei Szenen raussuchen, einfach aus dem Grund, weil das Video ja so schon sehr, sehr lange ist. Und da könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich das zu lang ist, das Video, ob ich es selber noch mal splitten soll oder ob ihr lieber die ganze Trainingssache in einem Rutsch haben wollt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann starten wir jetzt hier auch in die erste Szene. Ich bin hier mit Essien vorm Strafraum des Gegners, warte, dass ich meine Spieler freilaufen. Da ist Ronaldo. Ich bleibe stehen bei der Ballannahme. Diesmal entscheide mich dann erst für eine Richtung und kann dann dementsprechend auch das Tor machen. Und da gehen wir noch mal ein Stück zurück hier und zwar ungefähr hierhin. Das passt ganz gut so. Und hier habe ich Ronaldo angespielt mit Essien in der Mitte des Strafraums ungefähr und hätte jetzt natürlich wieder die beiden Möglichkeiten, entweder den Ball nach unten mitzunehmen oder halt nach oben. Aber man sieht schon, hier der Abstand zu meinen beiden Gegnern ist sehr, sehr groß. Deswegen würde mir das keinen direkten Vorteil verschaffen. Und was ich deswegen mache, ist bei der Ballannahme stehen bleiben und einfach warten, was meine Gegner machen. Und mich danach dann entscheide. Und zwar mache ich das, indem ich L2 auf der PS3 oder LT auf der Xbox bei der Ballannahme gedrückt halte und danach auch noch und so den Ball dann abschirme mit der Taste. Und dann warte ich einfach, das sieht man hier sehr schön. Jetzt habe ich den Ball angehalten und stehe. Und jetzt warte ich einfach, wie sich mein Gegner mir nähern wird. Also, ob er jetzt halt mehr so in diese Richtung hier auf mich zukommt, dann kann ich eben hier lang laufen. Oder ob er mehr in die Richtung auf mich zukommt, dann kann ich ihm in diese Richtung hier ausweichen. Und wenn wir das kurz weiterlaufen lassen, dann sehen wir, dass er mir erst so entgegenkommt, dann aber auf die andere Seite geht, wie man hier schon sehr schön erkennen kann. In diesem Standbild und zwar hier so. Und in dem Moment entscheide ich mich dann auch reaktionsschnell, dass ich halt in die andere Richtung gehen werde mit meinem Ronaldo. Und das ist eben der Sinn des Stehenbleibens bei der Ballannahme, dass man darauf wartet, wofür der Gegner sich entscheidet und dann danach seine Richtung auswählt, in die man sich dreht. Und das kann eben dazu führen, dass man sehr, sehr viel Platz generieren kann, wie zum Beispiel jetzt hier. Und dementsprechend kann ich das Ding dann auch ins Dreieck hämmern. Das sehen wir auch gleich nochmal in der Zeitlupe, nachdem ich hier ausführlich gejubelt habe, weil mich dieses Tor wirklich gefreut hat, dass ich die Szene bekommen habe. Daran trainiere ich ja selber zurzeit auch, an diesem Stehenbleiben bei der Ballannahme. Hier nochmal sehr schön zu sehen, kurz den Ball abgeschirmt, Ronaldo macht sich breit und dann hämmert er das Ding auch ins Dreieck. Und die nächste Szene ist wieder eine, wo ich die Chance generiere, die Ballannahmesituation, indem ich über den Flügel komme und dann nochmal abbreche. Ich kann dann hier sehr schön in die Mitte spielen, auf Ronaldo bei der Ballannahme, aber Neuer hält sehr, sehr stark. Und auch die Szene schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer an.
Und zwar können wir sogar noch ein kleines Stück mehr zurückgehen, bis hierhin. Und wenn ich die Szene jetzt mal hier laufen lasse, dann sieht man hier auf jeden Fall schon wieder sehr schön, wie ich auf die Außen laufe. Ich könnte jetzt hier eben weiterlaufen bzw. weiterspielen auf den Flügel, um dann da eine Flanke in die Mitte zu suchen. Aber ich breche eben hier ungefähr wieder ab, zurück. Und dadurch kann ich dann eben wieder die Situation kreieren, dass ich meine Spieler sehr schön hier im Strafraum positionieren, wie man jetzt hier sehen kann. Die beiden Spieler hier sind da sehr schön drin und jetzt muss ich sie nur noch angespielt bekommen. Das mache ich eben, indem ich den Ball hier weiterspiele und dann von da in die Mitte sehr schön weiterspielen kann. Das gelingt mir auch ganz gut. So, und hier vor der Ballannahme ist natürlich die Frage, wie werde ich den Ball jetzt mitnehmen? Und von der Ausrichtung von Ronaldo her ist es wahrscheinlicher, beziehungsweise wäre einfacher für Ronaldo, da er mit einer Ausrichtung in diese Richtung hier gerade dasteht, Blick nach unten, wäre es für ihn einfacher und dynamischer, den Ball hierhin mitzunehmen und dann vielleicht hier versuchen durchzulaufen. Dementsprechend spekuliere ich darauf, dass mein Gegner sich auch in diese Richtung bewegen wird. Und was ich deswegen mache, ist, dass ich den Ball einfach ganz normal mitnehme, aber eben hier nach oben. Und von da kann ich dann eben auch sehr schön direkt abschließen in die lange Ecke. Genauso mache ich das auch. Klappt auch sehr, sehr gut, wie man hier schon sehr schön sehen kann. Der Gegner hat sich hier wirklich dafür entschieden, nach unten zu gehen. Und ich kann dann auch abschließen, aber Neuer hält dann dort stark. Und dementsprechend ist das nicht das Tor für mich. Das waren jetzt auch schon die beiden Szenen aus der Liga 1, die ich jetzt noch rausgesucht habe, an denen ich jetzt noch mal ein bisschen das verdeutlichen wollte zu den Sachen, die jetzt in den Gameplays gegen Malte nicht zustande gekommen sind. Und jetzt wird gleich noch eine Nachbesprechung kommen mit Malte zusammen und da werde ich dann euch ein Liga 1 Gameplay, sage ich schon, ein weiteres Trainingsspiel von Malte und mir zeigen mit 3 Minuten Halbzeitlänge, wo wir einfach noch mal ein bisschen zeigen wollten, wie man solche Situationen kreieren kann, indem ihr einfach mal das volle Spiel seht mit den vollen Spielzügen, auch wie man ein bisschen dagegen verteidigt und so weiter. Insofern hoffe ich, dass ihr dadurch noch mal einen runderen Einblick in das Ganze bekommt und ansonsten hören wir uns ja jetzt gleich wieder zur Nachbesprechung. So, willkommen zurück jetzt zur Nachbesprechung. Malte ist natürlich auch wieder mit dabei jetzt, Yep. nachdem ich euch eben die Szenen analysiert habe. Ja, ihr habt mitbekommen, wir haben am Ende nochmal, oder ich habe am Ende nochmal ein paar Szenen aus Liga 1 Gameplays rangehangen. Einfach aus dem Grund, weil Malte und mir ist aufgefallen, dass es für uns gegenseitig auf jeden Fall sehr, sehr schwer war, mit den Ballannahmen durchzukommen, oder? Das kann man so sagen. Also da merkt man halt doch, dass man schon oft gegeneinander gespielt hat und das ist ja auch ein Punkt, den wir uns dann nochmal bewusst gemacht haben. Einfach, es ist irgendwo gut, wenn man gegen einen trainiert, der schon weiß, was man machen will, weil man dadurch natürlich sich noch mehr Dinge einfallen lassen muss. Aber auf der anderen Seite ist es schwerer, dadurch einfach Dinge konsequent trainieren zu können, weil es A sehr schwer ist, solche Szenen überhaupt zu kreieren, wie du es wahrscheinlich auch schon angesprochen hast. Und B kommt dazu, dass man dann einfach, wenn man in so einer Szene ist, das Ganze dann nicht so ummünzen kann, wie man es vielleicht gegen einen Gegner machen kann, den man nicht kennt, weil der einfach ja in dem Moment dann überraschter ist. Genau. Trotzdem denke ich, dass wir ganz gute Beispiele für die Sachen gesehen haben, die ja man bei der Ballannahme so machen kann, auch mit Toren verknüpft auf jeden Fall. Und ich denke so, die Quintessenz oder so, die wir daraus ziehen können, ist einfach, dass Ballannahmen somit das Komplexeste sind in FIFA, finde ich, also zumindest in FIFA 13 und mit einer der wichtigsten Sachen. Und ihr habt halt jetzt einen Einblick bekommen, wie man eben dran arbeiten kann. Also geht einfach in ein Spiel rein, sagt euch vorher ganz bewusst, ich will jetzt langsam mein Spiel aufbauen, ich will nicht zu überhastet, zu konterlastig nach vorne kommen, sondern ich möchte, dass meine Spieler schon am Strafraum stehen. Und wenn ihr sie dort stehen seht, dann spielt sie an und dann traut euch einfach mal so eine Schusstäuschung bei der Ballannahme zu machen oder einfach mal stehen zu bleiben, indem ihr den Ball halt annehmt, wie ich es euch auch in dem Gameplays oder in den Szenen eben gezeigt habe. Und da einfach mal Und zu versuchen, so Variationen reinzubringen. ganz wichtig auch immer, sich bewusst zu machen, wie steht denn eigentlich der Gegner jetzt zum Ball, weil davon hängt es natürlich ab. Wenn man jetzt der Meinung ist, okay, er wird jetzt wahrscheinlich denken, dass ich mich links rum rausdrehe, dann versuche ich es halt mal genau umgekehrt und drehe mich rechts rum aus, dass man da also einfach Überraschungsmomente reinbringt und genau, dann einfach versuchen, sich das bewusst zu machen, mal einen Schwerpunkt zu setzen. Und wenn man das Ganze dann trainiert, dann ist sehr, sehr wichtig, denke ich, das machen wir beide auch so, dass man sich danach einfach bewusst sagt, so, warum hat was geklappt, warum hat was nicht geklappt, dass man Dinge also hinterfragt, weil dadurch festigt man sie, dadurch setzt man sich einfach bewusster mit dem Ganzen auseinander. Und da kann ich euch vielleicht mit auf den Weg geben, wenn ihr so ein Spiel gemacht habt, nehmt euch danach einen Zettel, schreibt mal auf, was hat mir gefallen, was hat mir nicht so gut gefallen und belasst es nicht dabei, sondern überlegt auch noch, warum hat was geklappt oder was muss ich vielleicht besser machen, dass es das nächste Mal klappt. Das vielleicht noch so für die Nachanalyse oder einfach so das Post-Gameplay und Ja, genau. Also,
Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Also wenn ihr einen Trainingspartner habt, dann besprecht vorher mit dem vielleicht, dass ihr ein bisschen was trainieren wollt. Vielleicht müsst ihr ihm auch gar nicht sagen, was unbedingt, sondern ihr sagt einfach hier, komm, lass mal trainieren, lass mal ein paar Spiele machen. Ich habe da eine neue Sache, die ich ausprobieren will. Und im Nachhinein besprecht ihr dann einfach, wie war seine Sicht auf die Dinge. Was fand er gut? Hat er es mitbekommen, was ihr trainieren wolltet? Solche Sachen. Oder probiert es einfach random aus und nehmt die Spiele zum Beispiel mit einer normalen Kamera auf und schaut sie euch dann nochmal an oder solche Sachen. Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache, die man machen kann. Auf jeden Fall. Und vielleicht abschließend einfach noch, also Georg hat die beiden Möglichkeiten, die man eigentlich grundsätzlich hat, angesprochen. Zum einen mit Leuten, die man kennt, zum anderen einfach random online. Wenn man Leute kennt, dann ganz bewusst auch versuchen, diesen Austausch zu suchen, also diese Möglichkeit zu nutzen, dass man sich gemeinsam über was unterhalten kann, gemeinsam vielleicht mal guckt, ob man sich auch an manchen Punkten nicht einig ist, weil das ist ganz interessant. Bei FIFA ist man immer sehr subjektiv eingestellt. Das heißt, das, was man sieht, betrachtet man aus seinem Blickwinkel und für einen selber ist es dann immer ganz klar. Aber wenn man dann vielleicht nochmal einfach einen zweiten Blick auf das Ganze hat, wird einem vielleicht klar durch eine gewisse Objektivität, okay, an dieser Stelle sehe ich es vielleicht so, aber im Endeffekt ist es doch ein Fehler gewesen, weil er mir jetzt erklären kann, warum. Also der Austausch ist da einfach ganz wertvoll. Deswegen versucht einfach mal, auch wenn ihr vielleicht jetzt noch keinen habt, der so ambitioniert spielt wie ihr, dann guckt euch mal ein bisschen in Foren um oder so, dass ihr einen findet, mit dem ihr dann sagen könnt, hier einmal die Woche oder so setzt ihr euch dahin und besprecht es danach auch ganz bewusst, weil dieser Austausch einfach unheimlich wertvoll ist. Man testet die Dinge nochmal, hinterfragt sie bewusst und ich denke, dabei können wir es erstmal belassen bei diesem Video. Denke ich auch. Also ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen in dieses erste Beispiel, wie man trainieren kann, wie man sich verbessern kann anhand von Ballernamen oder wie man sich auch bei den Ballernamen verbessern kann. Wir haben euch auf jeden Fall versucht, ein paar Sachen zu zeigen und auch nicht nur zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, sondern auch, wie man sie eben in sein Training einbauen kann. Ja, man muss bei FIFA ja immer so einen Ausgleich finden. Du kannst jetzt keine Übung aufstellen mit Hütchen oder so wie im richtigen Fußballtraining, aber du kannst dir eben gewisse Ziele setzen und gezielt wirklich solche Situationen kreieren. Das wollten wir mit diesem Video vermitteln und dann könnt ihr doch einfach mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefallen hat, das Format. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Und ansonsten könnt ihr auch gerne weiteres Feedback zu Ballernamen oder andere Möglichkeiten noch geben in den Kommentaren, die ihr vielleicht kennt, die hier nicht im Video drin waren. Ja, dann würde ich sagen, können wir es dabei belassen. Vielen Dank an dich, Malte, dass du heute mich unterstützt hast. Ja, gerne, hat wieder Spaß gemacht. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Ich weiß noch gar nicht, inhaltlich wollen wir vielleicht noch nicht zu viel verraten, was wir da machen. Belassen wir es erstmal dabei und Ja. dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ja, wünsche ich euch ebenfalls. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Dazu kam, schauen wir uns hier nochmal ein wenig genauer an. In diesem Screen kann man schon den ersten Faktor sehr gut sehen, der entscheidend ist für die